Scheiße. Es gibt noch mehr davon. Die Schule ist aus. Das gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Eine Runde Schulterklopfen für alle. Kumpel, wir beide hauen jetzt ordentlich auf die Pauke.
Okay. Die Regeln sind einfach. Schatz holen, Schurken ausschalten und vielleicht überleben. Klingt doch gut, oder? Gerade rechtzeitig, was? Ab tausend Dank. Das alles wirkt seltsam vertraut. Langsam, Kumpel! Sicher, dass du mit mir klarkommst?
Und weg damit! Hier! Danke, das habe ich gebraucht. Genau, perfekt. Ach, so schlimm ist es nicht. Das werde ich dir nicht vergessen. Ich bin getroffen. Jetzt zeige ich dir den Wikinger in mir. Ich bin getroffen! Hey, der nächste geht auf mich. Friss Dreck! Achtung!
Oh, das hat sich gut angefühlt. Und lernen. Lass die Profis arbeiten, okay? Ich kämpfe, solange die Kasse klingelt. Wie schön, mal wieder jemanden in den Boden zu stampfen. Dann weiß man, worum es im Leben geht.
wieder im Einsatz. Drauf. Feiner Zug. Ich erledige nur meinen Teil. Du taugst einfach nicht. Okay, das teilen wir uns. Ein Geschenk für dich! Viel für dich? Hey, ich hab geholfen. Das geschieht dir recht. Vorlage Sullivan. Und erledigt. Dem haben wir es gezeigt. Die Pause ist vorbei. Wenn ihr mich jemals sagen hört, ich bin zu alt für diesen Scheiß, dann seid so gut und erschießt mich. Hey, Hilfe! Hier!
Endstation, Kumpel! Ein bisschen zu knapp. Wir machen uns das Leben richtig schwer. Warum hilft mir niemand? Diese Pappnasen mache ich platt. Das ist meine Vorlage, oder?
Bleibt in Scotch aus. Wir haben es geschafft, Kinder. Gute Abend. Oh, verflucht!
bleiben, Scharfschütze! Deckung! Wir sind sicher. Der Junge, hier oben kann ich nicht landen. Schafft ihr es zum Wasser? Ja, lande mal. Irgendwie kommen wir zu dir. Weiter! Immer weiter! Läuft das bei dir denn immer? Nein! Er holt es nicht!
zum Wasser! Hey, Nathan, ich habe ein Geschütz. Gut gemacht. Okay.
war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des Heiligen Wismars? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay, das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als... bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Und? Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Ich sehe da vorne Ruinen.
Wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null. Er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo ist den billigsten Geländewagen? Bin gleich zurück, Jungs. Wir halten hier an. Ja, bin gleich zurück. Sully, was wolltest du sagen? Klar. Also, das und wo ist den billigsten Geländewagen? Warte, Sully. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los, 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 los! Geschafft! Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Wow. Voll gut. Alles gut. Karen. Nach oben. Ach, so kommen wir nicht vorwärts. Die Räder finden keinen Halt. Ich hab Matsche im Mund. Ich seh's. Hey, langsam habe ich den Dreh raus. Ja, bitte. Oh, Harry, mein Rückgrat. Reifenspuren. Hier ist jemand durchgekommen. Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Da steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Hey, Victor. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Okay, haltet euch fest. Oh, Mist. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Also, Nathan, du glaubst, Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Und los! Das war ein Versuch wert. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Ich habe große Pläne für diese Winde.
Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. So, das sollte reichen. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf diesem Turm. Spaß gemacht. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig? Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Langsam. Siehst du, Sully? Die Binde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Nur noch die Winde losmachen und es kann weitergehen. Genieß den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen, unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, wie soll ein ehemaliger Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja, naja, dauert trotzdem ziemlich lange. Ah, jetzt seht euch das an. Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue.
kann sie nur. Diese Drake-Jungs hier auftauchen, wisst ihr, was zu tun ist. Und es geschieht ihnen recht. Hoffentlich erwische ich sie. Okay. Verstärkung, Lander!
Luna! Das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern.